Ja, es ist 16 Uhr durch. Ich beginne mal pünktlich. Mein Name ist Marc-Thilo Figge. Ich bin Professor für angewandte Systembiologie hier an der Friedrich-Schiller-Universität. Und ich freue mich, dass wir heute Ihnen etwas mitgeben können über Bildanalyse mittels künstlicher Intelligenz für jedermann. Die Vortragenden werden meine Kollegen sein, Dr. Roman Gerst und Dr. Benedikt Best. Die werden sich ein bisschen abwechseln in dem Vortrag. Was wir machen möchten, ist Ihnen so ein bisschen Einblick geben, wo wir Bildanalyse verwenden in der Forschung. Und das insbesondere in der Biologie, in der biomedizinischen Forschung. Das ist ja schon 340 Jahre her, dass Antoni van Leeuwenhoek, ein Mikrobiologe, das Mikroskop erfunden hat. Und seitdem ist das enorm verbessert worden, mit der Folge, dass es Unmengen an Daten gibt, die prozessiert werden wollen, damit wir aus ihnen lernen können. Und dafür wird unter anderem künstliche Intelligenz verwendet. Diese Methoden der künstlichen Intelligenz sind so mächtig einerseits, aber andererseits auch so weit entwickelt, dass vielleicht nicht jedermann sie anwenden wird. Und das ist genau etwas, was wir ändern möchten. Wir möchten Möglichkeiten schaffen, eine Umgebung schaffen, in der tatsächlich jeder Bildanalyse machen kann und auch dabei Methoden der künstlichen Intelligenz verwenden kann. Wie wir das machen, das wird in dem Vortrag erklärt. Und meine beiden Kollegen und ich sind Teil eines Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die sogenannten NFDIs, nationale Forschungsdateninfrastruktur, hier im Speziellen das NFDI for Bioimage, wo wir uns unter anderem mit solchen Fragestellungen beschäftigen, wie wir Bildanalyse jedermann nahebringen können. Ja, du kannst starten. So, leider ist meine Stimme ein bisschen schlecht, also hoffentlich können Sie mich verstehen. Also lassen Sie uns beginnen mit der Bildanalyse mittels künstlicher Intelligenz, aber halt für jedermann. Und als erstes möchte ich gerne ein Problem etablieren, nämlich mein Office, aber jetzt ist das gelöst, nämlich die unterschätzte Gefahr Pilze. Und damit natürlich sind nicht die Pilze gemeint, die im Wald wachsen und die man ernten kann und die lecker sind, wenn man Pilze mag, sondern zum Beispiel Schimmelpilze oder Hefen, so Mikroorganismen, die zum Beispiel Menschen befallen, die immungeschwächt sind und die dann sozusagen von innen verschimmeln können oder die dann Sepsis oder Blutvergiftung davon bekommen können. Und das ist mittlerweile so schlimm geworden, dass die Pilze als Erreger mittlerweile sogar schon in die kritische Gruppe von der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen wurden. Also ist da wirklich ein Forschungsbedarf nötig, um herauszufinden, wie man Leuten helfen kann. So, was passiert bei Pilzinfektionen, zumindest wenn wir jetzt hier Schimmelsporen haben, ist, dass man diese einatmet. Das passiert eigentlich die ganze Zeit lang. Schimmelsporen sind die ganze Zeit lang in der Luft. Und es ist von sehr besonderem Interesse, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel eine immungeschwächte Person haben, herauszufinden, was passiert in der Lunge innen drin, was macht der Erreger, wie kann man es verhindern. Und da könnte man natürlich Tierexperimente machen, aber es gibt auch eine Alternative nach diesem Mottogetreu RRR. Ich habe das Akronym vergessen, aber das dritte war Replace. Da gibt es mittlerweile einen Versuch, das zu ersetzen, zum Beispiel über Organ on Chips. Das sind sozusagen künstliche Organe, ein Organ möglichst detailgetreu nachbilden versuchen, sodass man nicht auf Tierversuche zugreifen muss. Hier in diesem Fall ist natürlich dann ein Lung-on-Chip interessant, eine Lunge, eine künstliche Lunge. Die sieht dann ungefähr so aus von der Struktur her, dass wir hier zwei Schichten sozusagen haben. Wir haben erstmal hier
alveolare Zellen, die also die Sauerstoff sozusagen aufnehmen, auf der Luftseite von diesem Modell. Und davon getrennt mit einer Membran, da wird auch gerade daran geforscht, die zu entfernen über die Zeit, sind die Blutzellen von Epithelien, also von der Blutseite her. Und Sie können sich auch gerne hier interessante Publikationen dazu durchlesen. Das ist wirklich ein Thema, das nicht nur bei Lungenverwendung findet, zum Beispiel auch bei Darm wird Gut-on-Chip benutzt, um das zu modellieren. Und diese Konstruktion, die kann man dann im Mikroskop wirklich auch imagen, sodass man ein Bild in drei Dimensionen bekommen kann von diesen Zellen und was dort passiert. Ich habe hier ein Beispiel, das bereitgestellt wurde von einem Kollegen. Hier sehen Sie in dieser Animation in grün die Pilzsporen, die da drauf gesetzt wurden in dem Experiment. Und was die tun, wenn die einen Nährboden haben, sie fangen sofort an, diese Hyphen zu bilden, sagen Wurzeln dieser Pilze. Und Sie sehen so etwas Interessantes, Sie gehen hier nach unten hinein, von der Luftseite in die Blutseite von diesem Modell. Und über diese Poren, die Sie vielleicht so ein bisschen angedeutet sehen, wenn es ein bisschen zurückgeht, diese Animation. Und das ist sehr interessant herauszufinden, um zum Beispiel zu verstehen, wie aggressiv zum Beispiel der Pilz ist. Und es gibt auch dort interessante Experimente, wo zum Beispiel man den Effekt sehen kann von Medikamenten, die gegen Pilzinfektionen helfen und was dort passiert. So, aber unser Fokus hier ist erstmal die Poren. Diese Poren, die sind für Experten eigentlich recht einfach zu finden. Die können das annotieren mit speziellen Programmen in drei Dimensionen und man bekommt das heraus. Aber das ist natürlich sehr zeitaufwendig, können Sie sich vorstellen, durch jedes einzelne Bild hindurchzugehen. Und die sind auch noch nicht sehr klein, die sind sehr groß mit speziellen Programmen und das zu annotieren manuell. Also idealerweise hätte man gern etwas, das automatisch funktioniert. Das ist nun mal leider ein bisschen schwer. Also wäre natürlich dann die Idee, und hier sind wir wieder zurück bei künstlicher Intelligenz, wir nehmen vortrainierte Informationen von Experten, die annotieren etwas und benutzen diese Information, um eine künstliche Intelligenz zu trainieren, um diese Poren für uns zu finden. Dann können wir dem hunderte Bilder geben, tausende Bilder. Es wird hoffentlich dann gut funktionieren. Und dann sind wir jetzt hier bei diesem Thema künstliche Intelligenz. Und da habe ich so eine kleine Einführung so von, dass sozusagen künstliche Intelligenz wurde schon sehr lange eigentlich schon versucht. Beispiel, wenn man das vielleicht künstliche Intelligenz nennen will, wahrscheinlich eher nicht. Es wurde zum Beispiel 1769 schon an Schachrobotern gearbeitet, in Anführungszeichen, weil da saß dann doch eine Person innen drin und hat das gesteuert. Es hat dann ein wenig gedauert, bis dann wirklich Schachcomputer in der Lage waren, auch Schachmeister zu schlagen. Hier der Deep Blue war der erste, so ein wichtiger Meilenstein dort. Und das gab dann immer, immer weitere Entwicklungen in dieser Art künstlichen Intelligenz. Zum Beispiel auch ein Meilenstein wird oft genannt AlphaGo 2015, das in der Lage ist, auch Go-Meister zu schlagen. Und Go ist sehr musterbasiert, wo man Sachen umkreist. Und da ist diese Art, wie man Schach KIs programmiert, nicht so erfolgreich drin. Und dann gab es richtig rasante Entwicklungen, da haben Sie vielleicht das schon häufig gesehen, dieses ChatGPT, diese generativen Bild-KIs, DALL-E 2 oder viele, viele andere. Bing hat ja auch jetzt mittlerweile eine. Und das geht jetzt immer, immer weiter. Und wenn Sie sich natürlich dann die Techniken anschauen, zum Beispiel auf Wikipedia, dann finden Sie unglaublich viele Begriffe, was dahinter sein könnte, hinter diesen KIs. Beispiel UNET oder Random Forest oder ganz viele Begriffe. Entschuldigung.
Aber ich erkläre jetzt einfach mal die kompletten Basics für Anfänger und was auch hinter all diesen neuen, modernen Sachen steckt. Und das basiert auf Biologie, nämlich auf der Nervenzelle, die Sie in Ihrem Kopf drin finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schmerzreaktion habe, wenn ich jetzt meinen Finger habe, der ist irgendwie verbunden mit Nerven in mein Schmerzzentrum. Wenn sich da jetzt ein Vogel draufsetzt zum Beispiel, das tut ihn hoffentlich nicht weh, weil das Signal sozusagen nicht stark genug ist von diesem Vogel, in die Schmerzreaktion auszulösen. Aber wenn ich jetzt komme und ihn mit einem Hammer auf den Finger haue, dann ist das Signal natürlich sehr, sehr stark und ist sozusagen ein Limit erreicht in dieser Nervenzelle, die in meinem Beispiel. Und die fängt dann an, entsprechend elektrische Signale auszusenden und diese werden dann weiterverarbeitet im Gehirn und dann sind sie sauer auf mich, weil ich sie gehauen habe mit dem Hammer. Und Sie sehen ja auch in diesem Bild ein bisschen, dass diese Abbildung mehrere Eingänge hat. Und das ist auch wirklich, was in den Nervenzellen passiert in der Biologie. Sie können verschiedene Informationen von verschiedenen Quellen verarbeiten und zusammenverrechnen und dann eine Ausgabe erzeugen. Und das ist ja auch dann die Basis von diesen künstlichen Nervenzellen. Darauf basieren die. Ein Computernachbau von Nervenzellen. Und da ist halt dann der Vorteil, weil es im Computer ist, kann man sozusagen dieses Limit der Aktivierung und auch viele andere Dinge direkt einstellen. Und darauf, auf diesen künstlichen Nervenzellen kann man dann sich solche Netzwerke bilden, die man zum Beispiel so designen kann, dass die Objekte in Bildern finden können. Und ich möchte gerne noch ein bisschen auf die Basics von diesen Trainieren eingehen, wie dieses Beibringen funktioniert. Und die einfache Idee dahinter ist, dass man einfach das Netzwerk, das man hat, diese Architektur, einfach mal ausprobiert an annotierten Bildern, wo wir wissen, was rauskommt, und dann diese Aktivierungslimits ein bisschen korrigiert. Also nehmen wir uns jetzt hier unseren Stapel Bilder, schmeißen den in unser Netzwerk rein zum Verarbeiten und dann schauen wir, was herauskommt. Und dann kommt etwas Gutes raus, kommt auf das Bild an oder etwas Schlechtes, oder halt was wir nicht erwarten oder erwarten. Und auf dessen Basis können wir dann die Aktivierungslimits sozusagen verbessern. Und, das Netzwerk korrigieren, sodass das hoffentlich im nächsten Schritt, das wiederholen wir einfach dann, besser ist. Und das wiederholen wir dann so lange, bis das entsprechend gut genug ist, laut irgendwelchen Messungen. Und das müssen Sie nicht programmieren zum Glück, solche Trainingsalgorithmen und Abläufe, sondern das ist verfügbar in offenen Werkzeugen, die auch sehr einfach zu bedienen sind. Eins davon, was wir vorstellen werden, ist Elastic, das wird mein Kollege Ihnen vorstellen. Und ein anderes, was auch sehr erfolgreich benutzt wird für Bildanalysen von biologischen Daten, ist CellPose. Und das wird Ihnen später noch mal ein bisschen begegnen. Und dann übergebe ich jetzt hier an meinen Kollegen, der über Elastic reden wird. Danke, Herr Roman. Ja, kurze Frage vorweg hier im Publikum. Hat jemand schon mal eine KI selber trainiert? Kann ich Hände sehen? Hey, wir haben sogar Hände. Dann ist das Problem auch schon bekannt. Eine KI selber zu trainieren oder insbesondere ein neuronales Netz erfordert einen gewissen Grad an Programmierkenntnissen. Das sind Computerprogramme. Um sowas benutzen zu können, muss man entsprechend die Software beherrschen. Das ist natürlich ein kleines Problem, weil unsere Biologen insbesondere im Labor, aber auch jedermann sonst, der Allgemeinanwender draußen in der Welt, in der Regel keine wesentlichen Programmierkenntnisse hat. Und das stellt dann natürlich eine entsprechende Barriere dar, die wir mit Elastic zu beheben versuchen. Elastic ist ein interaktives Learning and Segmentation Toolkit, ELAS, ja genau. Die Software hat ihren Anfang in der AG von Fred Hamprecht an der Uni Heidelberg, grob 2011. Damals noch als lose Sammlung von diesen ersten paar Programmen, die sie eben immer mal wieder gebraucht haben bei verschiedenen Zwecken.
Und wurde dann im Laufe der Zeit mehr und mehr zu einer richtigen Software, die man einfach so benutzen kann. Seit 2018 sind wir am Embe und dort bin dann auch ich zu Anna Kreschuk gestoßen. Und das Ziel von unserer Software ist, nützliche Algorithmen allen Benutzern zugänglich zu machen. Dementsprechend muss die Bedienung einfach sein, keine Programmierkenntnisse erfordern und es muss natürlich kostenlos und offen sein. Und das ist es auch. Das bedeutet, dass die Software ist verfügbar, die kann jeder einfach so mal runterladen und probieren, was man damit machen kann. Und die Struktur des Programms ist entsprechend noch ein bisschen historisch bedingt. Da es ursprünglich eine Sammlung von verschiedenen Programmen war, ist es auch heute noch ein bisschen daran angelehnt. Wir nennen das jetzt Workflows. Das ist auch den Leuten im Labor so recht, weil das dann ganz gut in ihren Labor-Workflow passt. Und entsprechend den Aufgaben, die man dann versucht, mit der KI zu erledigen, sind die Workflows auch benannt und entsprechend optimiert. Der definitiv beliebteste ist Pixel Classification. Da geht es darum, bei einem Bild, das natürlich aus Pixeln besteht, das wissen wir alle, für jedes einzelne Pixel zu bestimmen, ob dieses Pixel jetzt ein Hintergrundpixel ist, ein Zellpixel oder sonst irgendeine Art von anderes Pixel. Das muss natürlich uns der Benutzer dann sagen, was für Kategorien er gerne hätte. Allerdings kann die Software den Rest übernehmen. So sieht das dann aus. Man kann sogar den Text noch erkennen, bin ich sehr froh drüber. Also links haben wir die kleine Ansicht mit den vier Kategorien, die ich bereits eingestellt habe. Links unten sind die verschiedenen Bildlayer, die wir dann sehen könnten oder auch nicht gerade. Und rechts ist das große Bild, das ist ein elektronenmikroskopisches Bild. Das ist jetzt unser Beispieldatensatz. In Elastic sieht die Analyse dann sehr einfach aus. Der Benutzer malt lediglich mit einem Pinsel ein paar Pixel an für jede Kategorie. Das braucht überhaupt nicht viel. Und mit einem einfachen Klick auf den grünen Knopf Live Predict sagt Elastic dann anhand von den bestehenden Pixeln, die du mir angemalt hast, sieht es so aus, als wären das wahrscheinlich die anderen Pixel, die da auch dazugehören in die Kategorie. Je nachdem, wie gut das tatsächlich bei diesem Bild anwendbar ist, also bei dem ist es jetzt natürlich ein relativ guter Beispieldatensatz, auch wenn es ja definitiv noch Optimierungspotenzial gibt, funktioniert das dann eventuell schon nach 5 Klicks. In dem Fall habe ich jetzt, ich glaube, ich saß 20 Minuten dran und habe noch ein bisschen nachkorrigiert, um zu dem Ergebnis zu kommen. Das habe ich gestern gemacht. Full Disclosure. Der nächste Workflow ist dann Object Classification. Wenn wir bestimmt haben, welche Pixel zu welcher Kategorie gehören, ist es normalerweise wahrscheinlich so, ich gehe mal kurz zurück, oder ich zeige das nächste Beispielbild. Bei den meisten Bildern ist es dann so in der Biologie, dass das Bild mehrere Dinge der gleichen Art enthält, in diesem Fall Zellkerne, aber die Zellkerne sind unterschiedlich. Es gibt die einen Zellkerne, die sind relativ blass hier im Bild, die sind gerade einfach im Ruhezustand, und die anderen Zellkerne, die sind gerade kondensiert oder sind sie infiziert. Ich glaube, das sind Infizierte. Und zur Analyse wollen wir wahrscheinlich sowas machen wie die Größen vergleichen oder die Formen der Nuklei vergleichen. Und wir wollen dementsprechend möglichst automatisch hier einfach mal kategorisiert haben, welche sind eigentlich gesunde Nuklei und welche sind infiziert. Das läuft in Object Classification ähnlich wie bei Pixel Classification. Ein paar Klicks auf die entsprechenden Kategorien und mit einem weiteren Klick auf Mach deine Magie ist der Rest vom Bild auch kategorisiert. Wenn es mal nicht ganz so gezielt funktioniert, haben wir noch für Feinarbeit, zum Beispiel Carving. Das ist das letzte Beispiel, das ich noch zeige. Wir haben noch mehr Workflows, aber das sind so die beliebtesten. Bei Carving ist jetzt die Problemstellung, wir haben hier dieses Bild, wir wollen aber eigentlich wirklich ganz viel Detail über ein bestimmtes Objekt. Wir haben nicht diesen Benefit vom vorigen Bild, wir haben so viele Nuklei, wenn da ein paar falsch kategorisiert sind, ist es ziemlich egal. In dem Fall wollen wir jetzt wirklich diese eine Zelle, aber präzise. Dann kann der Benutzer hergehen, das Bild laden und den kleinen Voranalyseschritt habe ich jetzt hier nicht drin in dem Screenshot. Das Bild wird erstmal vorunterteilt in zu viele Unterteilungen und der Benutzer kann dann im Nachhinein mit seinen Beschriftungen hergehen und diese Übersegmentierung zusammenfügen, um die richtige Zelle wieder zusammenzusetzen mit seinen Markierungen. Also das sind hier die roten Markierungen drumherum um die Zelle, sind die, das gehört nicht dazu, und die grüne markiert das hier gehört zu der Zelle. Und Elastic macht dann den Rest nach ein paar.
In dem haben wir dann auch eine schöne 3D-Bebilderung. Das war jetzt, kurz nochmal hier zurück, also diese Workflows, in dem Fall trainiert der Benutzer dann was im Feld als Shallow Learning bekannt wäre. Das sind Random Forest Classifiers. Das wäre für viele Leute in dem Feld, wäre das nicht echt KI. Für die echte KI, die neuronalen Netze, haben wir in Elastic nicht die Möglichkeit, sie selber zu trainieren. Dafür braucht man nämlich nicht nur Programmierkenntnisse, sondern auch wirklich starke Hardware. Und Elastic soll auf jedem Laptop, das ein Benutzer noch von vor 10 Jahren im Labor hat, laufen. Deswegen haben wir da kein Trainieren von neuronalen Netzen drin, aber es gibt als Community-Initiative gibt es dieses Repository auf Bioimage.io. Das sind vortrainierte neuronale Netze zum öffentlichen Download vorhanden. Und Elastic hat dann entsprechend eine Schnittstelle, um direkt aus Elastic raus das Netz runterladen zu können. Das ist jetzt der Neural Network Workflow. Links oben ist das Netzwerk bereits eingestellt und geladen. Das kann dann je nach Netzwerk ein bisschen brauchen zum Runterladen. Der nächste Schritt ist es dann zu initialisieren. Das ist der Screenshot hier. Und mit dem nächsten Klick auf Live Prediction wird das Netzwerk auf das Bild, also das Bild durch das Netzwerk gejagt und der Output wird dann direkt angezeigt. Das ist jetzt hier tatsächlich natürlich ein Model, was genau für diesen Zweck vortrainiert wurde und deswegen auch ziemlich perfekte Resultate liefert natürlich für die Präsentation. Ich habe gerade schon erwähnt, dass Elastic gewisse Constraints hat, gewisse Limitierungen, weil wir im Auge behalten müssen, dass es auf jedem Laptop auch funktionieren soll. Wir investieren da auch viel Arbeit, dass die Workflows ihre Arbeit möglichst in kleinere Teile zerlegen, damit sie nacheinander abgearbeitet werden können und wir zum Beispiel nicht 30 GB RAM erfordern. Für die Benutzer, die das nicht verfügbar haben, bieten wir vom Embl auch BAND an, den Bioimage Analysis Desktop. Das ist öffentlich zugänglich mit einem Google-Account. Und hier kann man sich auf der Website einloggen und einen Computer hochfahren, der stärker ist als der eigene. Oder streng genommen ist es kein Computer im Sinne einer virtuellen Maschine, sondern ein interaktiver Job auf unserem Cluster, zu dem man dann hier das Interface bekommt. Das läuft alles im Browser. Hier ist dann der Desktop verfügbar und es sind diverse Bildanalyseprogramme schon vorinstalliert. Das Teil hat Internetzugang, das heißt, man kann auch, was man sonst noch braucht, nachinstallieren. Und so können dann Benutzer auch insbesondere auf Grafikkarten Zugang bekommen, die bei den Laptops meistens nicht vorhanden sind. Und damit übergebe ich zurück zum nächsten Problem. Wenn wir jetzt das Problem gelöst haben, dass wir keine Software schreiben können, wir benutzen entsprechend existierende Tools, vielleicht auch Elastic. Wir haben keine Hardware, wir benutzen entsprechend das, was uns hier bereitgestellt wird. Dann ist das nächste Problem, wir haben ganz, ganz viele Bilder und müssen die möglichst reibungslos durch eine Pipeline jagen. Ja, und dieses Problem wird auch genannt Stapelverarbeitung. Also wie schon mein Kollege gesagt hat, am Ende wird man vielleicht nicht nur 3 Bilder haben, wir brauchen natürlich auch eine gute statistische Sicherheit, brauchen sehr viele Bilder meistens am Ende, Hunderte in der Regel, die dann herauskommen. Und was kann man gerne machen, das alles einzeln hereinzuladen in das Programm und dann die entsprechenden Schritte auszuführen, aber das dauert dann doch schon ein bisschen lange. Und deshalb brauchen wir eine Art Stapelverarbeitung, wo dem Computer beigebracht wird, dass man ihm hunderte, tausende Dateien gibt und er die automatisch durcharbeitet, die Ergebnisse speichert und dann ist das dann irgendwann fertig am nächsten Tag oder nach ein bisschen Kaffee trinken. Und Elastic hat schon eine Stapelverarbeitungsfunktion, die sehr leicht zu bedienen ist. Man gibt einfach die Bilder an in einer Liste und welche Ausgaben generiert werden sollen und dann drückt man einen Knopf und Elastic arbeitet dann an diesen Daten. Und Elastic ist nicht das einzige Programm, das das kann. Das können sogar sehr, sehr viele Werkzeuge. Hier sind keine Auszahl von denen, die Stapelverarbeitung können, die alle, mit denen man Bildverarbeitung machen kann. ImageJ zum Beispiel ist sehr bekannt. Aber das kleine Problem ist ein bisschen mit diesen
Programm ist, dass jedes so seine Eigenheiten hat. Die sind unterschiedlich flexibel, haben unterschiedliche Art, wie man sie bedient. Bei manchen muss man vielleicht programmieren, um Stapelverarbeitung zu haben. Und das Idealste wäre natürlich, hätte man eine Lösung, die über allen Programmen steht und sozusagen eine Brücke zwischen denen schlägt, damit man es nur einmal machen muss und nur einmal lernen muss. Und das ist so ein bisschen das Ziel hinter JPipe, so wird das ausgesprochen. Das hat das Motto Stapelverarbeitung für jedermann. Das ist eine Erweiterung für die offene Bildanalyse-Plattform ImageJ. Die wird sehr, sehr häufig benutzt und ist sehr beliebt und einfach zu bedienen. Und die Idee ist hier, dass wir möglichst flexible Analysen erlauben, die auch sich anpassen können an verschiedene Organisationen von Daten, aber alles ohne Programmierkenntnisse. Und natürlich soll das Programm wieder kostenfrei und offen sein, Open Source, damit man es selber bearbeiten kann. Dafür hat JPipe aktuell ungefähr 1000 Funktionen von ImageJ und anderer Software, obwohl Geowitz mittlerweile auf 2000 gewachsen ist. Es kann zum Beispiel bald Elastic kann dieses Cell-Post, was ich Ihnen auch ein bisschen vorgestellt habe am Anfang. Und die Basis hinter JPipe ist das sogenannte visuelle Programmieren. Anstatt dass Sie beim klassischen Programmieren, da müssen Sie Programmtext schreiben, stattdessen designen Sie Flussdiagramme, vollkommen grafisch, als würden Sie das in PowerPoint machen oder in anderen grafischen Werkzeugen. Und die Stapelverarbeitung, die wir gerne auch davon haben, von diesem Programm, die ist sogar automatisch aktiv, da muss man nicht sehr viele Extra-Schritte machen, nur ein, zwei Schritte, was natürlich solche Abläufe in JPipe sehr, sehr leicht skalierbar macht, da wir sie adaptieren können auf, okay, wir haben jetzt ein Bild, jetzt haben wir 10 Bilder oder 100. Und das ist kein Beispiel für, wo JPipe benutzt wird, habe ich hier mal wieder etwas von Pilzen, aber hier diesmal konfrontieren wir die Pilze, die Pilzsporen mit Immunzellen. Das passiert auch in ihrem Körper die ganze Zeit lang, wenn sie Sporen einatmen. Und hier wurden die sehen Sie die Immunzellen so in Grau als diese rauen Blobs, werden die auch genannt. Und die Pilzsporen wurden alle grün gefärbt. Dann haben wir noch so einen zusätzlichen Kanal, der ist separat ein bisschen davon, wo alle Pilzsporen gefärbt wurden, die nicht von den Makrophagen gefressen wurden und nicht beseitigt wurden. Und da können Sie sich vorstellen, dass das eventuell sehr interessant sein könnte, um festzustellen, wie gut die Immunreaktion ist. Vielleicht haben wir einen Stoff hinzugegeben oder etwas an den Pilzsporen gemacht. Und dann kann man das vergleichen. Und das können wir in JPipe analysieren. So, wenn Sie das Programm starten, dann sieht das so aus, und da ist ein dicker grüner Knopf, der sagt, starte das Aufbauen von diesem, von der Pipeline sozusagen. Was Sie dann machen am Anfang ist, Ihre Daten einzutragen. Und Sie haben zum Beispiel einen Ordner mit Bildern, Sie können auch eine Hierarchie von Dateien haben, das JPipe kann sich komplett adaptieren, Sie können das komplett festlegen anhand der Schritte. Und dann können Sie dann zum Beispiel die Bilder nehmen und einfach in JPipe hineinziehen. Und was Sie dann bekommen, ist ein Arbeitsschritt, der sozusagen vorgemerkt ist als grafisches Element. Und dort drin sind die Dateien oder die Pfade dazu abgespeichert. Und wenn Sie dann diesen Schritt ausführen, hier ist so ein grüner Knopf in der Mitte, wo man das ausführen kann, dann generiert JPipe sozusagen eine Repräsentation dieser Dateien, dass das erfasst ist als Ausgabe. Dann wird dann sozusagen eine weitere Verarbeitung nötig, um die Bilder hineinzuladen. Und das sind zwei Schritte hier, weil ich das schon mal mit Stapelverarbeitung mache, dass man sich sozusagen erstmal die Dateinamen merkt, das möchte man vielleicht nachher wieder zurückverfolgen. Und dann einen Schritt, um die Bilder reinzuladen. Das sind hier diese zwei Schritte, Path to Annotations und Import Image. Und wenn Sie dann die Ausgabe von Import Image anschauen, wenn Sie das aussehen, dann sieht das so aus. Sie sehen hier so eine Tabelle, weil mehrere Dateien geladen wurden und dann sehen Sie hier eine kleine Vorschau von dem Bild. Sie können das auch dann doppelklicken, um es in groß anzuschauen.
Und dann können wir gleich direkt die künstliche Intelligenz benutzen, die JPEP gerade aktuell kann. Das ist CellPose. An Elastic, wie gesagt, arbeite ich immer gerade noch. Und dazu benutzen Sie zum Beispiel den CellPose Prediction Knoten, den JPEP direkt bereitstellt, wenn man den aktiviert. Und da machen Sie nur ein paar wenige Einstellungen und lassen den einfach mal ausführen. Das läuft auch ohne Grafikkarte, aber halt langsamer entsprechend dann nachher. Und dann bekommen Sie dann Ihr Ergebnis. Und hier habe ich mal ein Beispiel gemacht für zwei Objektklassen, die wir interessiert sind. Wir möchten gerne die Immunzellen finden. Und da habe ich einfach nur in diesem CellPose-Knoten den Durchmesser von 80 Pixeln eingestellt, so den durchschnittlichen Durchmesser der Objekte. Und dann findet CellPose für mich innerhalb JPEP diese Makrophagen recht zuverlässig schon. Und da brauchte ich nicht mal zu trainieren. Das geht nämlich auch in JPEP, CellPose zu trainieren. Und dann noch einen zweiten Run sozusagen, so eine Abspaltung davon, wo man die Pilzsporen findet. Und da habe ich einfach nur den Durchmesser kleiner gestellt. Das kann man ja ausmessen in dem Bild. 25 Pixel kamen dabei heraus. Und dann sehen Sie, dass hier diese Pilzsporen auch recht zuverlässig gefunden werden. Und das ist natürlich eine sehr große Erleichterung auch bei der Bildanalyse an sich, diese KI-Werkzeuge zu haben. Weil ich habe hier einen kleinen Vergleich. Links ist das dieser Basis-Workflow, der für das Bild, was ich Ihnen gezeigt habe, zuständig ist. Das sind nur 6 Schritte und ich finde eigentlich recht zuverlässig die Objekte, die ich möchte. Und das kann ich auch ohne KI machen, mit sogenannter klassischer Bildanalyse. Aber da sind es dann schon 16 Schritte und sehen, dann ist das schon ein bisschen gewachsen. Aber Sie sehen hier auch diese zwei Äste von einmal die Makrophagen, einmal die Pilzsporen. Und die Ergebnisse sind dann entsprechend auch ein bisschen anders. Da könnte man auch ohne KI noch ein bisschen was optimieren. Und da bräuchte man eventuell dann nachher noch ein paar mehr Schritte oder muss ein bisschen herumprobieren, während wir dann bei der KI dann zum Beispiel trainieren würden oder ein anderes Modell nehmen würden, das CellPose hat, weil CellPose hat auch verschiedene Netzwerke direkt in sich integriert, die man aussuchen kann und durchprobieren. Und notfalls können Sie immer noch trainieren nachher. Und das macht das natürlich sehr, sehr einfach zugänglich. Und dann nachher, wenn dann Elastic als Integration möglich ist, dann würden Sie zum Beispiel in Elastic Ihre Striche zeichnen und dann Ihr Modell haben. Und dann könnten Sie das in JPEP hineintun und dann einfach auf Ihren 100 oder 1000 Bildern ausführen und dann vielleicht kombinieren auch mit anderen Analysenschritten, die von ImageJ kommen oder von anderen Programmen, die JPEP integriert in sich. So, und dann sind wir eigentlich mittlerweile schon am Ende, gebe ich eine kleine Zusammenfassung. So, am Anfang hatten wir so ein bisschen über die Basics von künstliche Intelligenz geredet, was ist dahinter, zumindest sehr, sehr vereinfacht. Und dann ein bisschen über Elastic, wie man dieses Trainieren gerade und sehr, sehr zugänglich macht für Leute, die nicht unbedingt programmieren können oder wollen, weil ich will auch nicht selber andauernd programmieren. Und wenn Sie dann nachher Stapelverarbeitung machen möchten, auf vielen Bildern arbeiten, können Sie das gerne dann auch in JPEP machen. Und ich denke mal, das war's dann. Dann habe ich noch ein paar Danksagungen von meiner Seite her. Die Gruppe Angewandte Systembiologie in dem Leibniz HKI Jena. Und willst du dann deine Danksagung machen? Natürlich die Kresche-Gruppe. Okay. Und ich denke mal, das war's dann. Und ich bin offen für Fragen.
habe ich jetzt auch nicht selber gehört. Hab ein bisschen Die Frage war, woher weiß ich, was ich trainieren muss? Weiß ich, was hast ich du direkt Gedanken? Also ich, von der Elastikseite aus könnte ich direkt was dazu sagen. Ja, dann mach du als erstes. Also für uns von Elastik aus gesehen ist die Idee, dass wir das bereits übernommen haben. Die Workflows, die wir in Elastik haben, sind jeweils für das Ziel so mehr oder weniger das, was sich in der Community als das Beste herausgestellt hat. Also zum Beispiel für die Pixel-Klassifizierung. Es gibt eigentlich nichts, was wirklich konsistent besser funktioniert hat als Random Forest Classifiers. Dementsprechend, das ist das, was wir machen. Und der Benutzer kann dann einfach wissen, wenn ich hier gerade versuche, die Pixel zu unterteilen, dann ist das das Beste, was ich damit rauskriege eigentlich. Wenn es natürlich jetzt an wirklich tiefere Sachen geht, wie was sollte ich trainieren, um mit einem neuronalen Netz direkt meinen gesamten Drosophila-Embryo in Zellen zu zerlegen und dabei noch die Membranen exakt nachzuvollziehen, dann sollte man ein bisschen mehr Zeit investieren und wahrscheinlich tatsächlich die diversen Aspekte, die in so Netzarchitekturen gehen, kennenlernen auch und zu allem mindestens Unit da reinbaut irgendwo. Ja, von unserer Seite her haben wir auch, weil wir haben halt von Scheibab her halt aktuell erstmal nur Cellpost, aber wir haben selber schon sehr überraschende Dinge gelernt, was alles möglich ist mit Cellpost, seinen voreingestellten Netzwerken. Also es wird ungefähr mit, ich muss jetzt schätzen, vielleicht so mit 10 verschiedenen Netzwerken mitgeliefert, die verschieden getrainiert wurden. Aber wir hatten dann zum Beispiel Daten, die definitiv nicht so an sich mit für Cellpost geeignet sind. Also es sind keine Zellen gewesen, die so aussehen, wie Cellpost sie in der Regel erwartet. Aber dann haben wir es einfach komplett von vorne trainiert mit deren Architektur und das war sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und das ist auch vielleicht ein guter Approach, dass man erst mal mit dem Einfachen anfängt, was accessible ist. Und dann, wenn es erst nicht geht, dann machen wir es ein bisschen mehr komplizierter. Also am Ende wollen wir ja die Ergebnisse möglichst schnell haben. Wenn es alles sufficient funktioniert, dann funktioniert es halt gut genug. Das ist auch ein Teil der Expertise. Letztendlich kann das, es gibt für die meisten Anwendungsgebiete keine objektiven Referenzen, die tatsächlich die Qualität von so einer Klassifizierung oder Bildsegmentierung auch auswerten kann auf generelle Anwendungsgebiete. Und dementsprechend ist da letztendlich der Experte, der menschliche oder die menschliche Expertin, tatsächlich der wirklich der Kernpunkt auch, wo gesagt werden, wo irgendwann der Mensch sagen muss, das ist jetzt das richtige Ergebnis, so können wir weiterarbeiten und dementsprechend dann auch genau das. Ja, weitere Fragen? Ansonsten hätten wir sogar Zeit für eine Demo. Wir sind gerade mal bei 40. Ja. Wenn jemand eine Demo will, dann können wir es machen. Tatsächlich. Sollen wir das machen? Sollen wir noch Band kurz machen? Ja, zeig mal Band. Warum nicht? Mach mal, also, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich kurz einfach Band vom Ample demonstrieren. Ja, stell einfach mit Windows P oben auf einen Schirm, dann passt das schon. Mit Windows P? Ja. Und dann auf Duplizieren. Machen wir so. So, ich habe mich hier tatsächlich schon in Band eingeloggt. Wie gesagt, das funktioniert über Google Login, das heißt, beziehungsweise streng genommen, manche Uni-Logins, die mit Google integriert sind, sind keine Google-Managed Accounts, das muss ein echter Google-Account sein, aber abgesehen davon gibt es keine Restriktionen. Das ist dann das Interface, hier kann ich jetzt einfach bestimmen, wie viele CPUs ich denn gerne hätte. Ich hätte gern einen Quad-Core Kern. Ich hätte gern 8 GB RAM, das ist jetzt genug und ich hätte gern eine Grafikkarte. Ich mache den jetzt auf einen Tag runter, das ist Minimum. So. Ja. Und jetzt hoffen wir, dass der Cluster hat direkt geantwortet, mein Desktop ist schon da. Den kann ich jetzt hier einfach öffnen. Und je nachdem, wie gut jetzt hier das WLAN ist, braucht es länger oder kürzer zum Laden. Hier bin ich jetzt auf meinem Job auf dem Ample-Cluster, kann hier zum Beispiel Elastic starten
Und jetzt bereue ich, dass ich nur 4 CPUs ausgewählt habe. Das soll so sein. So, dann noch so ein kleines, so ein kleiner Beispieldatensatz. Oh, das ist Quatsch. Und das dann sozusagen ein Desktop, auf dem man dann zum Beispiel auch woanders, zum Beispiel anderen Computer hingehen könnte und dann weiterarbeiten. Ja, von zu Hause. Genau, das ist für Remote Work oder so. Also ein Kollege von mir benutzt das wirklich gerne für Kurse, weil es einfach so da ist und schnell funktioniert. Jetzt muss ich hier noch die ZIP entsprechend entpacken. Und dann machen wir, was sollen wir denn machen? Soll ich einen anderen zeigen, den wir vorher nicht hatten? Wie wäre es mit Multicard? Ah, nee, für Multicard brauche ich erst Pixel. Wie dem auch sei. Wir machen einen Pixel-Classification-Workflow auf und wären jetzt schon dabei, die Daten da reinzuladen, wenn sie denn schon verfügbar wären. Ah, sind sie ja auch. Hier steht doch da. Dann machen wir hier die Datei rein. Das ist jetzt in Downloads gelandet, ne? Images. Da ist unser Bild. Ich gehe auf den zweiten Schritt, Feature Selection. Das ist jetzt, gut, okay, es ist die Frage natürlich, für wie viel Detail haben wir Zeit. Also das ist ein kleiner EM-Datensatz, das ist ein mir unbekanntes Gewebe. Wir sehen hier Zellen, bei der Art von Elektronenmikroskopie sieht man von den Organellen im Prinzip nichts, wir sehen hier nicht mal Nuklei. Aber so als Biologe würde ich jetzt hier wahrscheinlich rangehen wollen und die Zellen unterteilen, damit ich die Zellformen rausbekommen kann. Dementsprechend wähle ich hier mal alle Features aus. Bei den Features ist es so, dass je mehr das Laptop kann, desto besser. Und wir schauen mal, was unser kleiner Clusterjob hier so kann. Also, ich würde gerne nochmal hier hochzoomen. So. Wir machen hier mal Cytoplasm. Zytoplasma. Und wir machen Zellmembran. Dann malen wir ein bisschen das Plasma an, ein bisschen hier Membran. Wir fangen mal an mit Live-Update. Und sehen dann direkt die ersten Resultate. Wenn ich jetzt hier auf Segmentation stelle, dann kriege ich direkt die Unterteilung und ja, das geht noch besser. Wenn ich jetzt den Uncertainty View anschalte, dann sehe ich direkt, welche Teile von dem Bild, also jetzt sind in blau zu sehen, die Teile vom Bild, wo sich der Klassifizierer nicht sicher ist. Und da sehen wir, das ist noch eine ganze Menge. Dementsprechend sollte ich genau die Stellen, die der Klassifizierer gerade nicht platzieren kann, anmalen, mit dem, was sie tatsächlich sind. Dabei hilft es, hin und her zu wechseln, möglichst pixelgenau. Ah, das hat jetzt gerade. Touchpads. So. Hier ist ja auch das Wichtige dann bei dieser Art von klassifiziert, dass man nur Striche malt, nicht komplette Flächen. Genau. Zum Beispiel beim klassischen Deep Learning wird ja eher, wenn man jetzt einen Segmentierer trainiert, eher die komplette Fläche nutzt, anstatt diese Striche. Das ist ja also, halt so ein Kopfbeschuld, von dem wie das funktioniert. Genau, also ich versuche tatsächlich möglichst wenig reinzutun, denn je mehr ich hier reinmale, desto mehr muss mein Rechner arbeiten. Das sieht jetzt doch schon ziemlich vielversprechend aus, wenn ich jetzt entsprechend hier auf die Segmentierung klicke und die Uncertainty wieder wegmache, dann ist es doch ganz brauchbar. So, und das nächste ist dann einfach, dass ich hier jetzt die
die Wahrscheinlichkeiten exportiere. Das sind also tatsächlich die Wahrscheinlichkeiten, dass das jeweilige Pixel in die jeweilige Kategorie gehört. Das sind also Werte von 0 bis 1 Wahrscheinlichkeiten. Und wir sind hier an die Grenzen von dem Job gestoßen. Wäre es auch möglich, zum Beispiel diese 500 Nanometer zum Beispiel als separaten Label hinzutun und dann, dass er die auch rausfiltert, weil die könnten ja eventuell die Statistiken stören. Das würden sie tatsächlich jetzt. Das geht mit einer experimentellen Version. Also im Object Classification geht das, in Pixel Classification haben wir es noch nicht drin. Das wäre eine Funktion namens Atlas. Das wäre dann ein Pixel Map, mit dem man als Voreingabe eingibt, welche Teile vom Bild man überhaupt analysieren will. Ja, da wäre dann vielleicht dann auch die Opportunity für JPEG da mit der Vorverarbeitung. Ja, genau. So machen wir das aktuell, wir schneiden das einfach weg mit, ja. Mit dem Operator in JPEG. Das ist Elastic. So, noch mehr. Wir hätten auch noch den hier. Das wird natürlich... Das ist es natürlich, wenn ich jetzt versuche zu live-demonen mit dem Neural Network Workflow, dann haben wir natürlich ein riesiges Risiko, dass wir irgendeinen Quatsch produzieren. Ja, das gehört dazu. Wenn wir kein gutes Netzwerk finden für den Datensatz, den ich jetzt hier gewählt habe. Der Export hat vorher übrigens nicht funktioniert. Die Datei ist nur 100 Bytes groß. Das ist nicht genug. Vorführeffekte. So, ich lade hier wieder mein Bild rein. Für Neural Net Prediction muss ich jetzt entsprechend eben das Modell auswählen, das ich da ausführen will. Wir haben hier aus dem Programm raus direkt den Link, der auf Linux nicht tut. Das sind so die Unfeinheiten bei der wissenschaftlichen Software. Ne? Aber das tut in Linux nicht. Aber der Teil hier, für die Website zum Beispiel, wurde mir jetzt gesagt, ja, aber viele von den Funktionen auf der Website funktionieren in Firefox nicht. Ups. Ich habe jetzt hier ein EM-Bild mit Membranen. Das heißt, ich will irgendwas, was EM und Membranen kann. So zum Beispiel das hier. Das sieht vielversprechend aus. Das ist jetzt wirklich, ich mache gerade Flying Blind. Ich habe keine Demo geübt für Neural Network Local. Wir werden ein bisschen runterladen müssen. Das wäre jetzt der Teil, der ich, wenn ich jemand anderes, zum Beispiel CellPose, in einem Programm ausführen will, müsste ich jetzt gerade den Schritt auch machen. Die Fortschritte, ja, wir haben es tatsächlich. Ach, das läuft doch alles ganz gut heute. Oh, jetzt hast du es gesagt. Hättest du es nicht sagen dürfen. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Komm schon. Dieses Format, das in diesen Modellen, das ist ja eine Art standardisiertes Format mittlerweile, wo wirklich mehrere Gruppen auch daran arbeiten, mit diesem wirklich, weil das ist ja wirklich auch ein Problem mit neuronalen Netzwerken aktuell, dass jeder das irgendwie sein eigenes Format hat und dann hat man TensorFlow und PyTorch und das alles irgendwie fliegt durcheinander. Und das ist halt ein Standardformat, soweit ich genau. Es ist ein Standardformat, mit dem man aber leider nach wie vielen Jahren, ich weiß nicht mal, wie viele Jahre mittlerweile da reingesteckt wurden, das zu standardisieren, sind wir immer noch nicht daran, dass wir vor dem Download schon feststellen können, ob das nachher uns um die Ohren fliegt. Schauen wir mal. Klick. Es läuft, es ist noch nicht abgestürzt, von daher. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Schauen wir, ob dabei was Brauchbares rauskommt. Wenn ein Modell zum Beispiel trainiert wurde auf einem Datenformat, das anders ist als das, was ich jetzt gerade benutze, dann kann es da entsprechende Inkompatibilitäten geben. Ich glaube, hier stecken wir jetzt gerade wirklich nur daran, dass die Maschine an dem Datensatz ein bisschen arbeiten muss. In der Zwischenzeit, falls jemand weitere Neugierden oder Fragen hätte, sind wir natürlich verfügbar.
da kommt's. So eine Konsole wäre vielleicht schön, dass man sehen kann, was er gerade macht. Ja, ich würde jetzt sagen, dass... typische neuronale Netzwerke, das muss noch trainiert werden. Das ist jetzt das Domain-Transfer-Problem. Für die, die da ein bisschen tiefer reingehen wollen. Alltägliches Problem bei den neuronalen Netzen, man trainiert es auf einem Datensatz, der eigentlich so nicht allzu anders aussieht. Aber wir, das Feld so als Ganzes, es arbeiten viele Leute daran, Methoden zu finden, um vorher berechnen zu können, ob dieses Netzwerk auf meinen Datensatz dann anwendbar sein wird. Weil rein von der Aufgabenstellung her, elektronenmikroskopische Daten, Membranen erkennen, in dem Fall sogar mit, der, also die Modalität ist gleich, die Signale sind so also ziemlich vergleichbar eigentlich. Ich hätte jetzt gehofft, dass das schon laufen könnte, also besser als das zumindest. Aber so ist es halt in der echten Welt. Ja. Da wären wir jetzt mit JPEG vielleicht besser dran. Ja, dann können wir ja mal ein bisschen JPEG zeigen. Das läuft lokal auf dem Laptop. Habe ich zum Glück schon gestartet. Und da haben wir wieder diese ganzen Elemente hier mit dem Start Building. Klicken wir einfach an. Und dann konfiguriert sich JPEG automatisch auf so einen Startmodus. Man kann auch ein bisschen mehr daran arbeiten und sehr viel konfigurieren. Ich zeige nur einfach mal ganz kurz ein Projekt, indem ich es einfach mal öffne. Weil nur das Zusammenbauen, das ist sehr langweilig. Ich mache mal lieber nicht eins, das Deep Learning hat. Das braucht nämlich ungefähr 3 Minuten auf diesem Laptop. Da hätten wir dann, in Zukunft wird dann scheinbar auch auf dem Band sein, nehmen wir mal an. Oder hoffe ich. Und dann würde dann auch die GPU für diese Laptops hier verfügbar sein. Und so sieht das aus in JPipe, ein voller Workflow, den man sich so nach und nach zusammenbaut. Und da sind diese ganzen Schritte drin, wo es anfängt, okay, ich lade die Dateien hinein und kann das ausführen und kann dann sehen, dass sozusagen die Dateien drin erfasst wurden. Und wenn ich hier diesen Schritt ausführe, diesen Importer, da habe ich einen anderen genommen als in dem Vortrag, weil das der sozusagen der korrekte ist, der ein bisschen mehr Features hat. Dann sieht man die Bilder. Und so wurden alle reingeladen und dann sehen Sie hier als extra Spalte neben dem der Datei den Dateinamen, den hat nämlich der vorherige Schritt reingeladen in diese Verarbeitung. Und da kann man sehr viele mächtige Operationen machen, um zum Beispiel auch komplizierte Hierarchien von Dateien, die mal je nach Experiment gebildet werden, auch durchzunavigieren und gut zu analysieren. Zum Beispiel, jetzt kann ich hier ein Bild öffnen, kann man sich es anschauen. Tun wir mal hier Composite an. Sehen Sie, das Bild, was ich so in der Präsentation gezeigt habe, das habe ich alles in JPEG gemacht, nämlich auch gut zum Visualisierungen machen. Und dann haben wir hier diese einzelnen Schritte. Wir sehen dann hier zum Beispiel für die Sporen, das ist hier diese linke Seite, da habe ich erst einen Filter gemacht, um diesen Neues, also ein bisschen das Rauschen zu unterdrücken. Und dann die Objekte über eine einfache Segmentierung zu finden. Die sozusagen helle Objekte werden zuerst gefunden. Und das geht dann immer ein bisschen weiter. Am Ende nutze ich sozusagen diese ganze ImageJ-Features, die, wenn man sich mit ImageJ befasst, sind alle hier in JPEG drin, sowieso. Und ich glaube, wir laufen jetzt sowieso out of time, 5 Minuten nur noch. Ja, dann machen wir dann lieber Schluss und hoffen wir, das war unterhaltsam oder lehrreich oder beides. Und dann denke ich mal, das war's dann.